afghanische Schulkinder, die im Sportunterricht Liegestütze und Hampelmann machen müssen, können sich dafür bei den deutschen Turnvereinen bedanken. Sie sind für die Einführung des Sportunterrichts an den staatlichen Schulen der USA verantwortlich. 1848 erlebte die USA eine große Einwanderungswelle politischer Flüchtlinge aus Deutschland, die 48er genannt wurden. Mit ihnen kam die Tradition der Turnvereine. Die Turnbewegung bildete sich in Deutschland Anfang des 19. Jahrhunderts heraus. Die Vereine dienten nicht nur der körperlichen Ertüchtigung, sondern verfolgten auch politische Ziele. Doch dabei beließ man es nicht. In den USA kümmerten sich die Vereine auch um die kulturellen und gesellschaftlichen Bedürfnisse der deutschen Einwanderer und engagierte sich im staatlichen Bildungswesen und der Arbeiterbewegung. Der Sozialistische Turnverein wurde im Sommer 1850 in New York gegründet und innerhalb eines Jahrzehnts unter dem Namen New York Turnverein bekannt. Die Vereinsmitglieder erwiesen ihrer neuen Heimat Gefolgschaftstreue und beteiligten sich aktiv am Sezessionskrieg. Als Präsident Lincoln im Jahr 1861 Freiwillige für die Union Army suchte, meldeten sich 1200 Turner zum 20. Infanterieregiment New York. Das Regiment kämpfte in mehreren Schlachten, am bedeutendsten ist jedoch sein Einsatz bei der Schlacht am Antietam. In besonderer Anerkennung der Verdienste errichtete der Staat New York dem 20. Infanterieregiment ein Denkmal an der Stelle, wo dessen Soldaten die Armee der Konföderation angriffen. Gegen Ende des Jahrhunderts veranlasste die steigende Mitgliederzahl den Turnverein dazu, das Domizil in Kleindeutschland in der East 4th Street aufzugeben und an einen neuen Standort am südöstlichen Ende der East 85th Street Ecke Lexington Avenue in Yorkville zu ziehen. Dort war der Verein bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts ansässig. Heute beherbergt das Gebäude Läden und Wohnungen. Während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte der Turnverein zahlreiche international erfolgreiche Sportler hervor, von denen viele die Vereinigten Staaten bei den Olympischen Spielen vertraten. Der New York Turnverein verband sich mit den Mount Vernon Turners zu den American Turners New York. Landesweit haben die American Turners Vereine etwa 13.000 Mitglieder. An ihrem derzeitigen Standort in der Bronx widmet sich die New Yorker Organisation weiterhin der Förderung des gesundheitlichen und körperlichen Wohls sowie kulturellen Projekten.